Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Time Shifts. Wieder mit dabei, der Max. Hallihallo. Hallöchen. Ja, wir machen heute mal einen kleinen Quickie. Ihr kennt das Prozedere bereits schon. Erst ein kleiner Guide-Teil, dann der Nachtrag. Und wenn euch das Ganze wie immer gefällt, lasst doch gerne mal Abo, Daumen oder Feedback unter den Kommentaren da. Oder wie ihr das Bild spielen würdet, wenn ihr den Necro spielt, vielleicht besser spielt, dann eure Variante von dem Bild, weil wir haben heute mal wieder ein schönes Set dabei. Und zwar Gewandung des Seuchengebieters. Das lässt viele Optionen offen, wie man das Ganze spielen möchte. Ich sag mal so, das Ganze dient heute sehr, sehr gut zum Nachbauen. Wir haben hier die fünf Teile an von dem Set und zwei Teile von dem Captain Kamels. Das macht noch ein bisschen Defense, bisschen Cooldown und ein bisschen Ressourcenkosten. Damit das alles funktioniert, haben wir natürlich den Ring im Cube. Ja, wir haben eine relativ gute Waffe angelegt, die, naja, für Einhand relativ gut Schaden Theoretisch macht. ja, aber wir haben keinen Curse, von dem her ist sie irrelevant. Genau, ist irrelevant. Welche Waffe heute wichtig ist, ist quasi die im Cube. Ne? Für jeden Punkt eurer maximalen Essenz machen wir 0,5% mehr Schaden. Dafür haben wir auch das Talent unten, erhöht die maximale Essenz. Also ihr seht, das baut alles so ein bisschen aufeinander auf. Die Schultern im Cube sind auch ganz gut, weil für jede verbrauchte Leiche kriegen wir 3 Sekunden lang einen Bonus auf Kadaverlanze um 30%. Da das heute unser Hauptspell ist, machen wir den meisten Damage damit. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wir haben ein bisschen Cooldown als nee, Leben gesockelt, weil Leben ist ein bisschen squishy, also ihr fallt relativ leicht um. Das könnt ihr aber umgehen, indem ihr nachher Leichen verschlingt. Dadurch regeneriert ihr 3% pro Leiche. Esst aber nicht zu viele, weil ihr braucht wieder Leichen, um Kadaverlanze zu machen. Ihr werdet es gleich im Guide-Teil sehen. Ja, ansonsten, Handgelenke sind okay. Gibt bestimmt noch welche mit Bonus drauf. Schildhand ist auch okay, ne? Kälteeffekte sind nochmal okay. Gäbe halt nochmal was für den grünen Sockel, den wir nicht dabei haben. Wir haben hier den Macht oder Mächtigen, verderbende Mächtigen drinne. Das ist halt so der normale Bossstein oder ja. Dann haben wir hier Die noch anderen beiden sind mehr oder weniger nutzlos. Attack Primärfähigkeiten, ist ganz Speed. nett, und Attack Speed. Nein, wir haben keine Primärfähigkeit. Kadaverlanze, oder nicht? Ist keine Primärfähigkeit, ist sekundär. Stimmt, ist kein Primär. Also in dem Sinne ist es auch egal, wie gut, dass wir Max dabei haben. Ja, ihr seht, es ist eigentlich ganz gut. Ich habe einfach nochmal, also wie ihr seht, ihr habt ein 5er-Set an, ihr habt davon 2 Sets an, ihr habt eine Waffe an, die eigentlich irrelevant ist. Es gibt bestimmt bessere, aber da ich nicht so der Main-Necromancer-Spieler bin, kann ich euch da gerade nicht weiterhelfen. Gerne in die Kommentare, wie gesagt, mal schreiben, welche Waffe noch gut dafür wäre. Ansonsten habe ich nochmal kurz hier drüber, wie gesagt, wir haben Kadaverlanze als Hauptspell, unseren Golem, Leichen verschlingen, damit wir einfach ein bisschen Leben kriegen. Natürlich unser Main-CD, Land der Toten, ist einfach für alles gut. Ihr kriegt Leichen, ihr könnt alles spammen. Ja, dann euren Teleport. Den teleportiert euch bitte nicht zu oft, weil es kostet euch Leben und ihr habt Knochenrüstung dabei. Wie gesagt, welche Spells man da vielleicht noch austauschen könnte, weil ihr seht, im 6er-Bonus gehört eigentlich Knochenspell primär dabei. Aber das in einem anderen Teil. Ich würde sagen, der Max rennt hier schon aufgeregt hin und her. Wir gehen einfach direkt los und gucken, was wir umhauen können. Also primär würde ich sagen, drückt einmal die 4. Da habt ihr nämlich hier schön eure Rüstung oben und dann braucht ihr euch nur hinstellen und einmal links gedrückt halten. Ihr seht unten einen Haufen Buffs. Wenn ihr an so einer Leiche vorbeilauft, drückt ihr einfach mal die 1, ja. Also nicht alle auf einmal essen, aber so ein paar könnt ihr euch essen. Genau. Ihr seht auch, der Boss fällt instant um, also ja. Ja, hier müssen wir Karte nicht einblenden, ist einfach geradeaus nach oben, da war nicht Genau, viel. war nicht viel. Was noch ein kleiner Tipp ist, beim Ebenenwechsel teleportiert euch einfach einmal nach vorn, das produziert eine Leiche und die hilft euch wiederum sehr gut, um das Ganze zu schaffen. Ja, hier ist jetzt ein Speedpylon, der wird uns jetzt nicht viel nutzen, da wir euch ja die Karte einblenden und euch das Ganze ein bisschen erklären wollen. Aber es geht jetzt hier steil nach unten. Jawohl, so, wie gesagt, es zwischendurch einfach mal eine Leiche mit der 1. Seht das hier, gibt es ein bisschen Leben wieder. Oder teleportiert euch einfach, dann kriegt ihr eine Leiche, wenn ihr keine habt. Kugel einsammeln, jawohl. Und ansonsten zwischendurch die 4 drücken, damit eure Knochenrüstung aktiv bleibt. Wenn ihr an den Boss kommt, ihr habt gerade gar nichts, wie gesagt, einmal teleporten oder den Golem reinwerfen. Golem einfach hier, haben wir das gerade auf Cooldown. Aber ihr seht, einfach nur mit links gedrückt gedrückt halten, ist das ein guter Bild. Den Ja, ganzen schön könnte. simpel, Genau, den solange man ganz. Leichen hat. Genau, solange man Leichen hat. Das ist aber beim Ebenenwechsel immer ein bisschen problematisch, aber das sehen wir gleich. Die Karte einfach nach unten. Wie gesagt, im Guide-Teil Ja, gibt es eine auch gute Zeit. sehr schwer.
Genau, sehr schwer. Genau, also wie gesagt, einfach wenn ihr Ebenewechsel kommt, ihr habt halt nichts dabei, einfach den Golem hier einmal reinwerfen. Ja, ihr habt im Nein. Multiplayer den Vorteil, dass wenn einer den Golem wirft und dann irgendwas tötet, dass halt dann eine Leiche entsteht und entsprechend bekommt ihr Genau. sozusagen zwei Leichen, weil die Leichen sind spielergebunden. Ja. Genau, das ist ganz nett. Ja, was gibt's sonst noch großartig zu sagen? Das Ganze könnt ihr natürlich auch umbauen im Bild, um nachher ein Atem des Todes Bild zu farmen. Also ist quasi das gleiche, nur dass ihr zwar dieses zwei Teile des Atem des Todes anlegt. Ihr seid dann zwar ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, habt nicht so viel Cooldown, nicht so viel Ressourcen reduced, aber es funktioniert genauso. So, einfach hier reinspringen. Wie gesagt, versucht euer Knochenrüstung aktiv zu halten. Und ansonsten einfach raus und reinporten, wie es euch gerade beliebt. So ist es. So. Dann laufen wir jetzt nämlich hier ein bisschen durch, weil hier kommen nämlich noch mal ein paar gelbe Gegner. Ja. Ich mach mal ein Schild an. Hatten wir eigentlich Dings mitgenommen? Zwischendurch? Ja, hatten wir. Ja, hatten wir. Gut. Ich habe gerade mal an der Toten aus Versehen gezündet, macht nichts. Brauchen wir ja eh jetzt hier für den Boss. Der nämlich quasi auch einfach Ja, für umfällt. den Boss auf jeden Fall Land der Toten haben. Von Genau, dem das ist her. wichtig. Dann sind wir derzeit für den Guide-Teil bei einer Zeit von 3 Minuten und 10, was eigentlich ganz okay ist, muss ich sagen, für den Guide. Ja, es hört sich sehr okay. Nein, es ist absolut nicht schnell. Wo sind wir denn überhaupt hier? Warum wird es nicht eingeblendet? Muss ich jetzt auf OK drücken und dann die Zeit? Hier wird keine Zeit eingeblendet. Ja, das ist auch gerade mein Problem. 3 Minuten 10, wo wären wir denn dann? Scrollen wir mal runter. 200 und 100 und Da. mehr 200. 200, da wären wir irgendwie. Warum das gerade ein bisschen rumbackt, ist eine gute Frage. Ihr habt's gesehen. Wir haben es geschafft. Die Karte nochmal kurz eingeblendet. Es geht bis nach unten. Einfach eigentlich immer den Weg so ein bisschen folgen. Ihr könnt eigentlich, wenn ihr in der Sackgasse gelaufen seid oder in die Sackgasse lauft, geht es eigentlich nur einen Weg weiter. Dem am Ende einfach weiterlaufen. Also wie gesagt, nehmt die Schreine mit. Und am Ende geht es hier unten auch schon zum Endboss oder der nächsten Ebene. Aber ja, das war der Guide-Teil. Ich hoffe, er hat es euch gefallen. Wie gesagt, vergesst mal euer kleines Feedback nicht. Es würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns gerne nächste Woche zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Willkommen zum gewohnten Nachtrag. Ihr kennt das ganze Spiel. Unsere Bestzeit derzeit 2:36,616. Damit sollten wir uns befinden auf Platz, ja, wenn es oben angezeigt wurde, 2:36. Müssen wir mal kurz gucken. Da schauen wir zu weit. 2:36 bis 2:66. Also irgendwo bei 70 rum. Müsste man theoretisch stehen. Derzeit ist das Leaderboard kaputt. Ist ein bisschen schade. Ihr seht es oben, wird auch keine Zeit eingeblendet. Mal gucken, ob es nachgereicht wird von Blizzard. Ansonsten, ja, würde ich sagen, ist das unsere Bestzeit. Wir haben auch nicht viel anders da gemacht. Wir sind einfach gemeinsam gelaufen. Nehmt auch ein bisschen Trash mit, ist jetzt so meine Erkenntnis. Lauft quasi immer so ein Bildschirm weiter, ne? Dann habt ihr die Leichen, die ihr mitnimmt und immer weiterziehen könnt, wo auch eine Kadaverlanze rauskommt. Und ihr braucht auch nicht irgendwie großartig jetzt jeden einzelnen Mob anklicken, denn durch die Explosion suchen sich die Speere ihre eigenen Ziele oder die Lanzen suchen sich teilweise ihre eigenen Ziele und dadurch stirbt auch vieles im AOE einfach weg. Ja, ich würde sagen, das war's. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat oder ihr noch einen Verbesserungsvorschlag habt, gerne unten in die Kommentare, auch wie wir vielleicht noch besser werden. Ist nämlich nicht unser Main-Char und auch nicht unser Main-Build, aber nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.